Oh hero climbs a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a wise-wielding power of the ancient Nord art. Believe, believe, the dragonborn. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten, genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln. Die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben... Bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rothwardone. Ich komme aus Rothwardone. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau, Mara. Ibella, Kylaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Was sind das für Leute, Papa? Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeeren mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen, wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum! Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Wer sind wir? Was machen wir hier? Und wie sind wir hierher gekommen? Ich habe nichts mit den Rebellen zu tun. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Verdammt. Ja, mitgefangen, mitgehangen, meine lieben Freunde. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Ein Let's Play, das wöchentlich kommt und das wahrscheinlich immer so etwas über eine Stunde gehen wird pro Part. Tja, Skyrim ist ein wirklich faszinierendes Spiel und ich habe mich ja mit euch zusammen dafür entschieden, das zu spielen. Ich habe allerdings recht wenig Erfahrung in diesem Game und möchte auch gerne alles selbst lernen. Also ich sage das jetzt schon mal ganz am Anfang zuallererst. Ich, frage nach Hilfe, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder erbete mir Tipps, aber ansonsten bitte nicht, kämpf so und so, du findest das da und da, nimm das und das so und so mit, das ist wichtig und so weiter und so fort. Das finde ich alles selber heraus, das ist viel lustiger, wenn wir mir beim Failen zuschauen. Und wir können uns jetzt hier eine Rasse auswählen, aber ich möchte doch erstmal immer mal vorher mein Geschlecht ändern. Das wäre doch mal sehr ansprechend. Oh, gleich viel besser, da fühle ich mich gleich viel begrüßter, das passt doch schon mal fast. Sehr schön. Okay, da haben wir eine Nord. Die Bürger von Himmelsrand sind große, blonde Menschen. Die Nords sind stark, zäh und für ihre Kälteunempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit der Kraft der Kampfschreie schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Sehr interessant. Das bedeutet, hauptsächlich mit der Axt rumrennen und anderen Leuten Pam aufs Maul. Oh, es gibt Ork. Okay, das ist schon ein bisschen furchteinflößender. Da haben die Gegner richtig Angst vor uns. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, wenn wir in den Tempel reingehen und die Zombies auf uns zustürmen. Mit diesem Ork kommen wir sicherlich weit. Als Bewohner der Vrosgarianischen und der Drachenschwanzberge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfähigkeit berühmt. Oh, Kunstfertigkeit meinte ich natürlich. Orktruppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Das ist interessant. Vrosgarianischen. Spricht sich das so aus? Ich möchte jetzt natürlich zuallererst auch mal anmerken, ich habe viele dieser Fremdwörter, hier in Anführungsstrichen Fremdwörter, noch nicht gehört und spreche sie deswegen falsch aus, so wie jeder am Anfang. Rothwardone oder Rothwardone, die von Natur aus besten Krieger Tamriels. Die Rothwardonen aus Hammerfell sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft Adrenalinschub einzusetzen. Hübsch, sehr hübsch. Links, rechts. Also jetzt von ihr aus gesehen, nicht von uns aus. Waldelfen. Oh, interessant, interessant. Ah. Der Volksstamm aus den Wäldern des westlichen Valenwald ist auch als Bosmer bekannt. Oh nein, es ist ein Bosmer. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe und in ganz Tamriel gibt es keine besseren Bogenschützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten und sie befehlen Tieren, mit der Kraft Tiere beherrschen, für sie zu kämpfen. Wir können dann also uns hier ein Schneewittchen erstellen, die geht in den Wald, singt ein bisschen und dann kommen Killertiere zur Hilfe. Was haben wir hier noch? Khajiit. Schätze ich mal, spricht sich das aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist ein Kätzchen. Sie stammen aus der Provinz Elsweyer, sind intelligent, schnell und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, da sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Khajiit können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe. Miau. Das ist interessant, also für alle Furry-Fans unter euch. Skyrim bietet euch die Möglichkeit, als Kätzchen zu spielen. Kaiserlicher. Die Einwohner von... Okay, jetzt kommt das Wort, was ich garantiert jedes Mal falsch aussprechen werde, auch wenn ich es schon öfters gehört habe. Cyrodiil. Die Einwohner von Cyrodiil haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraft Stimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Das ist übrigens die Rasse, die wir auch nehmen werden. Wir gehen trotzdem jetzt die anderen nochmal durch. Die in ihrer Heimat, den Summerset-Inseln oder auch Summerset-Inseln, auch unter dem Namen Altmeer bekannten Hochelfen, sind das begabteste Volk in den arkanen Künsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magiker schnell zu regenerieren. Auch sehr interessant, wenn man viel zaubert, könnte ich mir gut vorstellen, aber ich habe immer gerne so eine Kombination. Also ich möchte auch gerne mit dem Schwert ein bisschen Schaden machen und nicht nur, hallo, ja, guten Tag. Hm, ja, ich sehe das auch so. Dunkelelf. Die in Morrowind beheimateten Dunkelelfen oder auch Dunmer verfügen über bemerkenswerte Schleiche und große magische Kräfte. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Feuer und können die Kraft Zorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Nicht schlecht. Sieht so aus, wie wenn ich nach einer, ja, durcharbeiteten Nacht morgens nach 2 Stunden Schlaf aus dem Bett krieche und in den Spiegel schaue. Hm, gar nicht mal so unsympathisch. Bretone oder Bretonnet oder... Ach, schien sie französisch aus Bretonnet. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Sehr interessant. Auch eine Möglichkeit, wobei mir die Kaiserlichen einfach besser gefallen. Argonia. Diese Reptilienwesen, optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst, besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit ihrer Kraft heilender Haut können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Auch eine sehr interessante Spezies. Möchte ich jetzt allerdings so nicht unbedingt den ganzen Tag lang rumlaufen. Harry Potter. Falsches Spiel. Nein, 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 nein. Wir spielen tatsächlich eine Kaiserliche, ja, da mir doch diese Kombination mit Kampfkunst und Magie ganz gut gefällt. Und Geld. Mehr Geld ist mehr Geld, 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 ist mehr Geld. Ach du Heilige, wir bleiben mal hier bei der, bei den Vorgaben. Wir passen uns jetzt mal mit der Hautfarbe an, passen zu mir. Gewicht, ja, auch schön dünn und so, ist alles normal. Gesichtsfarbe, was ist denn jetzt damit gemeint? Ach so, ja, richtig, da konnte man das einstellen. Schmutz brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich will mich hier nicht lange mit den Einstellungen auseinandersetzen. Höchstens mal gucken, ob wir eine kleine Narbe finden. Ja, so ein Katzenkratzer ist doch deutlich, passt doch. Kriegsbemalung ist natürlich auch ganz nett. Aber ich finde so ein hübsches, ungekritzeltes Gesicht sehr schön. Nasenart. Tja, da kann ich mich nicht entscheiden. Das wird nicht so einfach. Normale Nase. Wie sieht die aus? Die ist ein bisschen arg stupsig. Die ist so stupsig. Was ist, wenn ich die Nasenlänge ver... Schon besser? Das ist doch eine hübsche Nase. Nasenhöhe. Okay, lassen wir das mal. Kieferbreite. Ach du Heilige, was kann man denn hier alles einstellen? Ist ja alles schlimmer als bei den Sims. Na, ich fand das bei der Kieferbreite eigentlich ganz okay. Kieferhöhe, da ist dann mit dieser Außenpegel genannt. Der kann vielleicht ein bisschen höher. Kiefervorstand. Was meinen Sie mit dem Kiefervorstand? Ah, ich sehe schon. Wangenknochenhöhe. Ach, was können wir hier alles... Wangenfarbe. Lachfalten. Untere Wangenfarbe. Was wir hier alles einstellen können. Stirnfarbe. Ja, wenn man sich da nicht wäscht, ne? Immer schön die Stirn waschen. So, Augenformen. Oh, die sind schon perfekt. Ich gehe mal raus. Die haben mir eigentlich total gut gefallen. Augenfarbe. Ein schönes Braun mit einem leichten Grün. Genauso wie meine eigenen Augen auch sind. Denn ich will mich ja mit dem Charakter identifizieren können. Ich sauge dir deine Seele aus. War Blut unterlaufen. Das ist natürlich auch cool. Ja, grüne Augen habe ich jetzt nicht so ganz. Bei mir sind sie ja braungrün. Also so. Augenhöhe. Ein Tickchen niedriger? Ja, nicht so viel eigentlich. Sieht das nur so extrem, oder? Nee. So. Augenbreite. Was meinen die denn damit? Ach, da meinen sie den Augenabstand. Augentiefe. Ein bisschen tiefer in den Augenhöhlen. Lidstrichfarbe. Ach, die trägt auch noch Make-up. Ich sehe es gerade. Lidschatten. Was ist, wenn ich den komplett rausnehme? Wie sieht das aus? Ja, nee, lassen wir mal ein bisschen drin. Liderfarbe. Ach nee, da kann man sich schöne Schatten unter die Augen brezeln. Das wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen jetzt noch schöne Augenbrauen finden. Spock, bitte hochbeamen. Die sind natürlich, die sind gezupft ein bisschen. Oh, buschig. Na, das wollen wir doch nicht. Ich finde die natürlich eigentlich ganz in Ordnung. Oh! 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 Nee, also das geht ja nicht. Also. Auch nicht, wie sie zu erschrocken guckt. Augenbrauenbreite. Na, was ist das denn? Also wirklich. Brauenlänge. Was meinen die denn mit der Brauenlänge? Ich sehe nur, dass sich da oben so ein bisschen was bewegt. Vielleicht steht das dann irgendwie nach außen. Aha, ich sehe es gerade. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen zurück damit. Der Mund ist eigentlich schon so perfekt. Die Mundhöhe ist eigentlich auch schon super. Moment. Mundvorstand ist eigentlich auch okay so. Oder? Nee, danke, will ich nicht. Ist okay so. Kinnvorstand, Lippenfarbe. Vielleicht ein kleines bisschen weniger. Und jetzt noch schnell die Haare. Und dann sind wir mit der Charaktererstellung auch durch, weil das gefällt mir dann auch schon so. Haare, richtig schönes Schwarz. Da haben wir ja natürlich noch alle anderen möglichen Töne. Aber wir nehmen richtiges Schwarz. Und die Haarfrisur, ja, das ist eigentlich alles nicht so... Moment. Das ist ganz schön. Das gefällt mir. So ist in Ordnung. Hat ein bisschen was von Lara Croft, muss ich jetzt mal gerade eben sagen. So gefällt mir der Charakter. Sieht mir tatsächlich auch etwas ähnlich. Muss ich gestehen. Gruselig. Okay, wir sind fertig mit der Charaktererstellung. Beenden den Charakter einen Namen geben. Ich werde tatsächlich so verrückt sein und ihr meinen geben. Isabel. Isabel mit einem L. Ja. Die hebräische Variante. Habe ich auch richtig geschrieben. Nicht, dass wir ja die ganze Zeit mit dem Schreibfehler durch die Gegend laufen. Annehmen. Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand? Ponys stehlen. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Lass mich frei! Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Ich habe aber nichts getan. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Cyrodiil zurückgebracht werden. Schöner Trost, danke schön. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Worum geht's hier überhaupt? Bin ich in irgendeine Blutsfehde geraten, von der ich nichts weiß? Ich bin ein Dörfler, ich habe keine... Was guckt ihr mich so böse an? Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aha. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Okay. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ein Pony. Ja, General Tullius. Aber bestimmt ein Pony. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der 8 Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Den ganzen Morgen Zeit zu sterben? Ich befürchte schon. Oh, meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Dir zu Ehren werde ich hinschauen. Ein Kamerad lehnt sich nicht ab, wenn jemand geköpft wird. Frieden seiner Seele. Kaiserlichen Dreckskerle! Echt mal? Gerechtigkeit! Was? Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rebell aus Cyrodiil, ihr seid dran. Hm? Was? Ich? Ich bin kein Rebell. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ich bin in etwas verwickelt, mit dem ich nichts zu tun habe. Parlez! Parlez! Verdammt, das sind keine Piraten. Da kann ich einen neuen Block kriegen. Aua! Hallo. Reich des Vergessens ist das denn? Waffposten, was habt ihr gesehen? Drachenpony! Göttern, ein Drache! Oh, oh. Wie ist das möglich? Oh, oh. Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los! Jetzt! Hoch durch den Turm! Los! Okay, durch den Turm. Los geht's! Die Treppe hinauf! Schnell! Ein Drache! Das passiert mir auch jeden Tag! Aua! Huh. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Das ist da 3 Meter weg. Das Dach und lauft immer weiter. Das ist da 3000 Kilometer weg. Wir folgen euch, sobald wir können. Oh. Jetzt oder nie, Geronimo! Ah. Au, aua, aua, aua. Ich habe mir ein Steinchen eingetreten. Okay, wohin jetzt? Wohin jetzt? Oh, das ist ein Pfeil. Hilfe! Ein Ponydrachen. Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Okay. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hadvar. Hey, Hadvar, renn nicht so schnell. Bleibt nah bei der Wand. Okay. Wand. Wand? Ah! Wand! Schnell! Folgt mir! Okay. Oh, das tut mir leid. Wow! Was ist denn hier los? Jetzt sind es nur noch wir beide Gefangene. Ja, vermutlich auch. Aus dem Weg! Wir fliehen, Hadvar! Diesmal halten wir uns nicht auf! Schön! Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovengarde. In die Festung, in die Festung! Ja, 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 ich komme ja schon! Ein Drache! Ein Drache! Ich soll hingerichtet werden, ich habe keine Ahnung warum, und ein Drache! Normalzustand. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Sah ganz danach aus. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Verbrennungen? 3. Grades. Ihr besorgt euch besser eine Ausrüstung. Hm, ich frage mich, was da hinter diesem auffälligen Pfeil in dieser Kiste... Kaiserliche leichte Rüstung, Eisenschild, kaiserliche leichte Stiefel, Schlüssel zur Festung. Das bedeutet... ausrüsten... ausrüsten, ausrüsten und... ablegen, ablegen. Ja, das ist doch schön. Jetzt sind wir bestimmt... Besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. Ei, ei, Sir. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Oh, da ist aber was zu trinken. Wein? Wein? Ein Löffel! Eine Holzkelle, die werden wir bestimmt brauchen. Nee, das ist ja noch ein Schwert. Aber ich habe schon eins. Kann ich zweihändig mit 2 Schwertern oder so ist das? Was ist das? Kann ich das? Gold? Gold, 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 Gold. Da liegt doch noch ein Buch. Ein Buch? Oh mein Gott, ein Buch. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Bücher, meine lieben Freunde, Bücher. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ihr bei jedem Buch in diesem Spiel einfach nur zu der jetzt angezeigten Zahl vorspulen müsst, um diese Bücher zu überspringen. Ich werde allerdings alle Bücher vorlesen und wer gerne zuhört, der kann sich ja die ganzen Bücher anhören. Ansonsten könnt ihr die, wie gesagt, überspringen. Und ich gucke mal, man kann hier so, kann man blättern, das ist gut, okay. Vermischte Einheiten, Taktiken im 5-jährigen Krieg, Band 1 von Codus Calonus. Wie immer werde ich alle Namen falsch aussprechen, das sind wir ja von mir schon gewöhnt. Unsere Legionen könnten viel von den unkonventionellen Taktiken der Khajiit im 5-jährigen Krieg gegen Valenwald lernen. Ich war in der Legionsfestung Sphinxfalter an der Grenze nahe der Stadt Dünen stationiert und wurde Zeuge vieler Auseinandersetzungen im Norden. Der Krieg begann mit dem sogenannten Gemetzel von Torwall. Die Khajiit behaupten, dass die Bosmer ohne Provokation in die Stadt einfielen und Tausende von Einwohnern töteten, bevor sie von Verstärkungstruppen eines nahen Dschungelstammes wieder vertrieben wurden. Die Bosmer behaupten, dass der Angriff eine Vergeltung für die Taten von Khajiit-Banditen war, die mit Holz beladene Karawanen auf dem Weg nach Valenwald attackiert hatten. Im Frühling, 3. Ära 396, schätze ich mal heißt das, kam der Krieg näher an die Festung Sphinxfalte heran. Ich war als Wache eingeteilt und sah Teile der Auseinandersetzung. Später sprach ich sowohl mit Khajiit als auch mit Bosmer, die nie in der Schlacht gekämpft hatten. Diese Schlacht kann als ausgezeichnetes Beispiel dafür dienen, wie der Khajiit eine Mixtur aus Boden- und Baumeinheiten nutzte, um den Krieg zu gewinnen. Jetzt habe ich da Einzahl statt Mehrzahl draus gemacht. Die Khajiit begannen den Kampf auf ungewöhnliche Art. Sie schickten Gruppen von Holzfällern der Katairat und Senche-raht durch Kampfkatzen, auch Kampfkatzen genannt, in die Außenbezirke der Wälder von Valenwald. Okay, Katairat und Senche-raht. Kampfkatzen. Okay, merken wir uns. Als die Bosmer erfuhren, dass Bäume gefällt wurden, angeblich ein Verbrechen in der seltsamen bosmerischen Religion, wurde eine Einheit Bogenschützen von größeren Konflikten im Süden abgezogen und in den Norden geschickt. Somit wurden die Bosmer dazu gezwungen, ihre Streitkräfte in kleinere Gruppen aufzuteilen. Die bosmerischen Bogenschützen bezogen in den verbleibenden Bäumen Positionen, deren Zweige nach der Rodung 5 oder mehr Meter auseinander lagen und deshalb Licht auf dem Waldboden durchließen. Die Bosmer verbogen mit Hilfe von Magie die verbleibenden Bäume zu Festungsanlagen, aus denen sie ihre Pfeile abschießen konnten. Als die Holzfäller am nächsten Morgen erschienen, fiel ein halbes Dutzend Khajiit den ersten Pfeilhagel der Bosmer zum Opfer. Danach nahmen die Khajiit große Holzschilde von den Rücken der Senche-raht und hatten so einen Schutz vor den Pfeilen. Die Khajiit, sogar die gewaltigen Senche-raht, konnten sich zwischen diesen Schutzschilden und den größeren Bäumen verstecken. Als offensichtlich wurde, dass die Khajiit ihren Schutz nicht verlassen würden, entschlossen sich einige Bosmer von den Bäumen herabzusteigen und die Khajiit in direkte Schwertkämpfe gegen Schwert gegen Kralle zu entwickeln. So, jetzt so rum ist es. Schwert gegen Kralle. Mortal Kombat. Oh mein Gott. Als die Bosmer die Deckung der Khajiit fast erreicht hatten, begann einer der Khajiit auf einem einheimischen Instrument aus Metallstangen zu spielen. Ein Xylophon! Dies war eine Art Signal, auf das hin eine kleine Gruppe der menschenähnlichen Omes und Omesrat aus verdeckten Löchern im Waldboden auftauchten. Trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit gelang ihnen ein Überraschungsangriff von hinten, mit dem sie den Boden schnell für sich gewinnen konnten. Die bosmerischen Bogenschützen in den Bäumen hatten das Gefecht immer noch gewinnen können, hätten sie nicht eigene Probleme gehabt. Eine Gruppe von Dagi und Dagirat, zwei der weniger weit verbreiteten Khajiit-Arten, die in den Bäumen des Tenma-Waldes leben, sprangen unter einem magischen Schutz der Stille von Baum zu Baum. Sie bezogen Stellung in den höheren Zweigen, die das Gewicht der Bosmer nicht hätten tragen können. Als das Signal kam, nutzten sie ihre Krallen und entweder Fackeln oder Feuerzauber, die Berichte der beiden Überlebenden, mit denen ich sprach, unterscheiden sich hier, um die Bogenschützen während des Bodenkampfes zu irritieren. Einige wenige Bogenschützen konnten fliehen, doch die meisten wurden getötet. Offensichtlich haben die Dagi und die Dagirat mehr magische Fähigkeiten, sich geräuschlos zu verstecken, als gemeinhin bekannt ist. Seltsamerweise erzählte mir einer der überlebenden Bosmer, dass er einige kleinere, gewöhnliche Katzen unter den Dagi sah, von denen er behauptete, dass sie als Ulfric bekannt und die wahren Zauberkundigen seien. Allerdings sind die Bosmer fast so unzuverlässige Quellen wie die Khajiit, also könnte auch alles, was wir hier lesen, Bullshit sein. Und ich kann nicht glauben, dass gewöhnliche Hauskatzen Zauber anwenden können. Oh doch, vertrau mir. Bei Tagesende hatten die Khajiit vielleicht ein Dutzend Kämpfer aus einer nur etwa 4 Dutzend Mann starken Streitmacht verloren. Die Bosmer dagegen beinahe eine ganze Kompanie von Bogenschützen. Die Überlebenden des Angriffes konnten nicht rechtzeitig zur Berichterstattung zurückkehren und so traf eine zweite Gruppe von Bogenschützen ein und wiederholte die schon einmal fehlgeschlagene Strategie mit ähnlich fatalen Ergebnissen. Schließlich wurde eine weitaus größere Streitmacht geschickt, sodass Bosmer die Schlacht mit Hilfe der Tiere von Valenwald doch noch gewinnen konnte. Dieses dritte Gefecht und die Antwort der Khajiit darauf werde ich im nächsten Band dieser Reihe besprechen. Dieses Buch nehmen wir einfach mal so lange mit. Vielleicht können wir es nochmal... Und Schädel wollte ich immer schon mal haben. Ja, interessant. Wir haben jetzt was über die Taktiken der Khajiit gelernt und über die der Bosmer und deren feindselige... Oh, eine Truhe. Feindselige Probleme untereinander. Ein kaiserlicher, leichter Helm. Kann ich den auch gleich ausrüsten? Oh Gott, ach, ich nehme mal alles mit. Nee, das wollte ich gar nicht. Dann machen wir das jetzt mal so. Ausrüsten. Gut, dass ich mich hier nochmal umgeguckt habe. Das hätte ich fast übers... Drache. Ich komme. Typi? Oh, der hat auf mich gewartet. Ist ja brav. Während ich das Buch gelesen habe in so einer brenzlichen Situation. Ach. Gebt mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Habt ihr das gehört? Sturmmäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Dass sie nicht gemerkt haben, dass das Tor aufgegangen ist. Hallo? Wow! Ich will nicht sterben. Eigentlich... Oh, meine Ausdauer ist nicht richtig. Ich bin wohl nicht sehr ausdauernd. Drauf. Drauf. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Und... Finish! Lasst mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Ein Bärchen. Nur ein Bärchen. Ein Elchchen. Einen Augenblick. Ist der besser als das, was ich gerade dabei habe? Objekte, Waffen, Streitkolben. In der Tat. Dann, ich nehme mal mit, was ich kriegen kann. Das ist besser. Die sind nicht so gut. Okay. Moment. Ja, ich komme ja schon. Ich will nur den... Ja, mit... nehmen. Ausrüsten. Ausrüsten. Seht ihr, jetzt bin ich viel besser gerüstet. Hätte ich auf euch gehört, hätte ich jetzt gar nichts. Hast du Geld dabei? Nee. Kommt hier entlang. Ich bin ja schon auf dem Weg. Moment. Was? Kohlkopf 1, Kohlkopf 2. Immer alles mitnehmen, was wir finden können. Stroh zum Beispiel. Oder ein Kessel. Würdet ihr bitte vorgehen? Ihr seid der Mann. Los. Im Gleichschritt Marsch. Hadvar. Blümchen. Oh oh. Wow. Okay. Der Drache macht wirklich alles kaputt. Dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen. Sofort. Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Was? Was war das? Unsere Tränke werden nicht geklaut. Also jetzt bin ich mal ausnahmsweise auch auf der Seite der Kaiserlichen, weil der Typ mich gerettet hat. Stirb. Immer drauf. Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gut gebrauchen. Ich gucke aber erstmal, ob ich was anderes finde. Ein Zweihänder. Nee, da bin ich nicht so gut mit. Ich möchte geschützt sein. Ich möchte einen Wein mitnehmen. Bitte einen Alto-Wein. Alto. Hallo? Da ist sonst niemand. Gibt es hier noch irgendwas Nettes? Ein Korb kann ich mitnehmen. Natürlich, ich trage einen Korb mit mir herum. Wo packe ich den? Was ist das denn? Ein wunderschön texturiertes Kaninchen. Ach, ich kann Kaninchen mitnehmen. Rote Kaninchenkeule hinzugefügt. Der hat aber viele Keulen. Fasan. Fasanenbrust hinzugefügt. Der hat aber viele Brüste, dass das gar nicht weniger wird. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Zaubertrank der geringen Magiker. Krüge, 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 Krüge. Mike Krüger, Mike Krüger. Zaubertrank der kleinen Heilung. Noch mehr Wein. Vielleicht sollte ich mir auch eine Tasse... Ach, ich trinke außer Flasche. Oh, kann ich das Weinfass mit? Nein, natürlich nicht. Oh, optional. Das Fass durchsuchen. Gering. Ah, alles mitnehmen. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wozu wir das noch brauchen. Nochmal was. Was ist das? Salz. Komm, das hat kaum Gewicht, das Blut. Der Ort gefällt mir nicht. Können wir weitergehen? Und fertig, hier entlang. Jawohl, Sir. Die Folterkammer. Ihr Götter. Hört ihr das? Kommt schon. Es gibt... Wer brutzelt denn hier? Aua! Huch, schon tot. Pam! Huch. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte. Kommt nicht mit solch einem Unsinn. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Bürschchen. Bürschchen? Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Das ist ein riesengroßer Drache. Ich begleite euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Geld! Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Oh. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts wie raus hier. All deine Sachen, ja? Lieber Foltermeister. Niemand braucht dich. Niemand braucht dich. Ich mach das nicht. Doch, ich mach das so offen wie ich will. Du blöder Sack, bist gemein zu den Menschen. Tja, Frieden und Gerechtigkeit. Ich meine, der hätte ja sowieso keine Überlebenschancen gehabt, oder? Ganz allen Ernstes, damit habe ich der Welt nur einen Gefallen getan. Hast du was dabei? Er hat gesagt, ich darf alles nehmen, was ich kriegen kann. Stahldurch, brauche ich nicht, Habe ich alles schon. Ist ja langweilig. Nein, ich meine, ich bin doch hier der Retter der Gerechten. Ach, ein Schloss knacken. Ach ja, das kann ich besonders gut. Ups. Ich glaube, das war aber schon mal gar nicht mal so falsch. Also, oh nein. Liebes Schloss, lass dich knacken. Ah. Vielleicht sollte ich öfters so nett zu den Schlössern sein. Oh, noch ein Buch. Gold, Gold, Gold. Zaubertränke. Zauberbuch Funken. Das, was der gerade die ganze Zeit gemacht hat. Gut. Das war wohl ein Magier. Er hat Gold bei sich, Zaubertrank der geringen Magiker, Novizenkabuze und Novizenrobe. Oh, nein, ich möchte gar nicht hingucken. Er hat nichts an, Die möchte ich ausrüsten, Kann ich ihm die wieder anziehen? Nein. Aber du trägst sie jetzt in deinen Taschen mit dir. Du könntest sie, wenn du wieder am Leben wärst, theoretisch betrachtet anziehen. So, jetzt bin ich ausgerüstet als Magier. Deswegen sollte ich vielleicht auch meine Magie mal ausrüsten. Vielleicht sollte ich vorher doch mal meine Magie, die ich gerade kennengelernt habe, lernen. Moment, bei den Büchern finden wir die Zauberbücher. Einfach anklicken. Neuer Zauber gelernt, Funken. So, dann gehen wir zurück ins Magie-Menü. Gucken uns alles an. Und da haben wir auch schon den Funken. Und dann nehmen wir jetzt mal die Flamme hier auch auf zu unseren Favoriten hinzu. Ja, ich weiß, Funken zu den Favoriten, Stimme des Kaisers zu den Favoriten. Tja, also ich bin aber froh, dass wir den Foltermeister wenigstens eliminiert haben. Man stelle sich das mal vor. Wir nehmen jetzt Flamme und Heilung jeweils auf unsere Hände. Aha. Verkehrt rum. Nur mal so nebenbei bemerkt. Moment. Heilung dahin, Flamme dahin. So ist es richtig. So, was haben wir denn hier noch alles? Noch ein Buch. Aber erstmal durchsuchen wir den Tornister. Dietriche, Zaubertrank der kleinen Heilung. Braucht man einen Dolch? Ich nehme einfach einen mit. Buch von Drachenblut. Und wie immer könnt ihr diesen Teil des Lesens überspringen. Das Buch von Drachenblut meine ich natürlich. Von Prior Emelene Madrine, Orden des Talos. Veinon Priorei. Jahr 360 der dritten Ära. 21. Jahr der Herrschaft seiner Majestät Pelagius. Aha. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffes wird nicht überall verstanden. Uns vom Orden des Talos liegt das Thema sehr am Herzen und in diesem Buch will ich versuchen, die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten, die im Laufe der Zeit als Drachenblut bezeichnet wurden. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass der Begriff zum ersten Mal in Verbindung mit dem Pakt von Akatosh verwendet wurde, als der gesegnete Sankt Alessias das Amulett der König überreicht und die Drachenfeuer im Tempel des einen zum ersten Mal entzündet wurden. Akatosh, der voller Mitleid auf das Elend der Menschen sah, nahm kostbares Blut aus seinem eigenen Herzen und segnete Sankt Alessias mit diesem Blut der Drachen und schloss einen Pakt. Solange Alessias Generationen dem Drachenblut treu bleiben würden, würde Akatosh dafür sorgen, dass die Tore ins Reich des Vergessens versiegelt blieben und ihren Feinden, den, wie heißen sie, Daedra oder Daedra-Liebhabern der Eileiden der Zugriff auf die Armeen der Daedra und Untoten versagt sein würde. Wer von Akatosh mit dem Drachenblut gesegnet war, wurde einfach Drachenblut genannt. So bestand die Verbindung zu den Herrschern des Kaiserreichs von Anfang an. Nur ein Drachenblut konnte das Amulett der Könige tragen und die Drachenfeuer entzünden. Alle rechtmäßigen Herrscher des Kaiserreichs waren Drachengeborene. Die Kaiser und Kaiserinnen des von Alessias gegründeten ersten Cyrodiilischen Kaiserreichs, Reman Cyrodiil und seine Erben und natürlich Tiber Septim und seine Erben, bis hinunter zu unserem derzeitigen Kaiser, seine Majestät Pelagius Septim, der Sechste, doch wegen dieses Bezugs auf die Kaiser geriet die andere Bedeutung des Drachenbluts aus dem Blickfeld und zum großen Teil in Vergessenheit, außer bei den Gelehrten und jenen von uns, die sich dem Dienst am gesegneten Talos verschrieben haben, der einst Tiber Septim gewesen ist. Aha, Moment. Blablabla, bla, bla, außer bei den Gelehrten und jenen von uns, die sich dem Dienst am gesegneten Talos verschrieben haben, der einst Tiber Septim war. Tiber Septim ist Talos und der wird verehrt. Egal. Nur wenigen ist klar, dass es nicht bloß eine Sache der Vererbung ist, ein Drachenblut zu sein. Da es sich um den Segen von Akatosh selbst handelt, ist es für uns nicht fassbar, wie und warum genau er gewährt wurde. Jene, die Kaiser werden und die Drachenfeuer entzünden, sind ganz gewiss Drachengeborene. Der Beweis liegt im Tragen des Amuletts und im Entzünden der Feuer. Doch waren sie von Anfang an ein Drachenblut und aus diesem Grund in der Lage, diese Dinge zu tun? Oder waren ihre Handlungen vielmehr das Zeichen dafür, dass Akatosh ihnen seinen Segen gewährte? Wir können nur sagen, dass es beides ist und keines von beiden. Ein göttliches Geheimnis. Die Linie der Septim waren natürlich alles Drachengeborene. Und das ist einer der Gründe, weshalb die vereinfachende Vorstellung dieser Eigenschaft werde vererbt sich so verbreitet hat. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass die frühen cyrodiilischen Herrscher nicht alle miteinander verwandt waren. Es gibt auch keinen Nachweis dafür, dass Reman Cyrodiil von Alessias abstammte, auch wenn es viele Legenden gibt, die dies behaupten. Die meisten von ihnen stammen aus der Zeit Remans und sind vermutlich Versuche, seine Herrschaft zu legitimieren. Moment, nochmal zurück. Wir wissen, dass die Klingen, die für gewöhnlich als Leibwache des Kaisers gelten, von den Akaviri-Kreuzrittern abstammen. Die Tamriel in der späten ersten Ära aus undurchsichtigen Gründen überfielen. Moment, nochmal. Diesen Satzbau möchte ich auch selber verstehen, nicht nur vorlesen. Wir wissen, dass die Klingen, die für gewöhnlich als Leibwache des Kaisers gelten, von den Akaviri-Kreuzrittern abstammen. Die Tamriel in der späten ersten Ära aus undurchsichtigen Gründen überfielen. Also, die Akaviri-Kreuzritter haben Tamriel in der ersten Ära einfach überfallen. Und das sind allerdings auch die Vorfahren der Leibwachen vom Kaiser. Okay, sie scheinen nach einem Drachenblut gesucht zu haben. Das bestätigen auch die Ergebnisse am Phalenpass. Also, die Kreuzritter suchten nach einem Drachenblut. Und die Akaviri waren die ersten, die Reman Cyrodiil zum Drachenblut erklärten. Tatsächlich waren es die Akaviri, die am meisten dazu beitrugen, sein Ansehen als Kaiser zu fördern, obwohl Reman selbst diesen Titel zu Lebzeiten niemals in Anspruch nahm. Und natürlich gibt es keine bekannte erbliche Verbindung zwischen Tiber Septim und einem der früheren drachengeborenen Herrscher von Tamriel. Okay. Ungeklärt ist es auch, ob es jeweils mehr als ein Drachenblut gleichzeitig geben kann. Die Kaiser haben getan, was sie konnten, um gegen diese Vorstellung anzugehen. Aber die kaiserliche Nachfolge selbst bedeutet natürlich, dass es zumindest zwei oder mehr potenzielle Drachengeborene zu jeder Zeit gibt. Den jeweiligen Herrscher und seinen bzw. seine Erben. Auch die Geschichte der Klingen lässt darauf schließen. Obwohl von ihren Aktivitäten während des Interregnums zwischen Remans Kaiserreich und dem Aufstieg von Tiber Septim wenig bekannt ist, glauben viele, dass die Klingen in dieser Zeit weiterhin diejenigen suchten und bewachten, von denen sie glaubten, dass sie ein Drachenblut seien oder sein könnten. Schließlich kommen wir zu der Frage, was es tatsächlich bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Die Verbindung zu den Drachen ist so offensichtlich, dass sie beinahe in Vergessenheit geraten ist. Heute, da Drachen nur noch eine ferne Erinnerung sind, vergessen wir, dass in den frühen Tagen Drachenblut bedeutete, das Blut der Drachen in sich zu tragen. Manche Gelehrten glauben, dass das ganz wörtlich gemeint war, obwohl die genaue Bedeutung nicht bekannt ist. Die Nord erzählen Geschichten von Drachenbluthelden, die große Drachentöter waren und es vermochten, den getöteten Drachen ihre Macht zu stehlen. Tatsächlich ist es wohl bekannt, dass die Akaviri während ihrer Invasion viele Drachen jagten und töteten. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass dies noch andauerte, nachdem sie zu Reman Cyrodiils Drachenwache wurden. Erneut die Verbindung zu den, und so weiter. Den direkten Vorgängen der Klingen von heute. Ich schließe mit dem, was als die Prophezeiung des Drachenbluts bezeichnet wird. Es wird oft behauptet, dass sie auf eine Schriftrolle der Alten zurückgeht. Gelegentlich wird sie aber auch auf die alten Akaviri zurückgeführt. Viele haben versucht, sie zu deuten. Und manche glauben auch, dass seine Vorgeschichte bereits erfüllt sei und die Ankunft des letzten Drachenblutes unmittelbar bevorstehe. Ich erhebe nicht den Anspruch, Prophezeiungen auslegen zu können, aber diese scheint mir in der Tat darauf hinzudeuten, dass die wahre Bedeutung von Akatosh Geschenk an die Sterblichen noch nicht im vollen Umfang verstanden worden ist. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt, wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird, wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert, wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt, wenn der Schneeturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend. Dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Dieses Buch nehmen wir mit, denn das ist mit absoluter Sicherheit ein sehr, sehr story-interessantes Buch. Das werde ich eventuell nochmal lesen, wenn ich etwas vergessen habe. So, wo sind denn jetzt alle hin? Seid ihr weggerannt, weil ich den Folterer getötet habe? Das habe ich doch nur getan, weil er foltert Menschen. Ach, kommt schon. Hallo? Oh, Stroh. Warum liegt hier Stroh rum? Ist da irgendwas Interessantes? Nein, ich will nicht mein Quest-Tagebuch. Könnte da irgendwas drin sein? Was passiert, wenn ich das Stroh abbrenne? Ist dann dort eventuell etwas drunter oder brennt das für immer? Nein, es ist mal ein bisschen verbrannt. So. Na gut, dann gehe ich einfach mal weiter. Ich sehe noch irgendwas. Hat der was dabei? Da ist ein Trank drin, oder? Ja, da ist ein Trank drin. Ah, verdammt. Wunderbar, ich werde mal besser im Schloss knacken. Entschuldigen Sie bitte. Oh, Geld. Und hat das Skelett Gold? Knochenmehl. Oh, ich Knochenmehl? Irgendwie Angst, dass der gleich aufsteht. Hallo, wo sind denn alle? Hallo? Hallo? Wieso ist hier so viel Blut? Uah. Uah. Oh, das sind sie ja. Hallo? Hier entlang. Okay. Menschen auf dem Weg. Hüp. Kannst du vorgehen? Du auch? Dankeschön. In diesem Fall Gentleman first. Ich halte uns den Rücken frei. Herr Folterknecht. Sie haben mitgeholfen. Sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Lebend kriegt ihr uns nicht. Ich komme wieder. Und dann lebend kriegt ihr uns nicht. Uah. Uah. Ich renn mal vor. Ah. Ah, Feuer! Komm doch ins Feuer. Wir haben schon verloren. Ja. Doch. Brenne! Brenne! Aua! Nein. Gut mit dem Feuer, ne? Möchte ich doch mal anwählen. So, jetzt möchte ich mich heilen. Beeilt euch! Ich habe die ganze Arbeit für uns bereits getan. Eisenstreitaxt. Die nehmen wir doch mal gleich mit. Eisenstreitaxt. Ausrüsten. Und dann... Ach, das ist eine Zweihandwaffe. Dann kommt die mal in die Favoriten. So. Man muss ja nicht immer mit dem Feuer kämpfen. Wo ist denn unser zweiter Mann? Haben wir den verloren? Nur noch wir zwei? Ich höre den Drachen schon wieder. Oh, Hebel in Höhlen. Da habe ich immer so ein bisschen Angst. Ist der Drache noch irgendwo da draußen? Ich will es gar nicht herausfinden. Verdammt, da entlang geht es nicht zurück. Das war aber knapp. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Oh ja, oh ja. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Ich glaube nicht, aber ja. Ich habe jedenfalls keinen anderen... Es gibt einen anderen Ausweg. Es gibt einen anderen Ausweg? Oh Gott, das ist so dunkel hier. Geht's denn hier überhaupt lang? Geht's denn da lang? Kommt man da noch irgendwo hin? Vielleicht ist das ein anderer Ausweg. Ja, geht vor, geht vor. Geht vor, mein Herr, geht vor. Wow, ich hör schon wieder den Drachen. Ich möchte nicht, dass mir ein Stein wegen ihm auf den Kopf... Oh, Geld! Dieser Weg führt nirgendwo hin. Also doch kein anderer Ausweg. In diese Richtung. Geht vor. Gentleman first. Ja, ist... Ihr dürft gehen. Ich glaube, der mag mich. Hüpf. Ihr dürft gerne ganz weit vorgehen. Ihr dürft gerne ganz, ganz lange vorgehen. Ja, ist gut. Oh, na, pass doch bloß auf. Ach du Heilige. Rausspinnen. Ah! Attacke! Ah! Ja. Der hat doch noch Spaß dran. Was kommt denn jetzt noch? Riesenschlangen? Beschreit es nicht, mein Herr. Beschreit es. Kann man... Haben die was dabei? Ich gucke ungern nach. Frostspinnengift. Oh, die ist aber groß. Eine Amarua Grantur. Ein Silberring. Wieso trägt denn eine Spinne einen Silberring mit sich? Wo ist er denn hin? Mein Herr? Ging's jetzt, geht sie hier lang? Oder kamen wir hierher? Hier kamen wir her, ne? Mein Herr, ich habe mich verlaufen. Hadvar Dingsbums? Mein Retter in der Not. Ich will hier nicht so lange bleiben. Da ist er ja. Warum hast du nicht auf mich gewartet? Hadvar. Hadvar. Oh. Ein Skelett? Ja, Moment. Halt. Was? Direkt vor uns ist eine Bärin. Okay. Sie? Ja. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Ach komm. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Die bewegt sich ja. Bogen? Wie Bogen? Bogen? Ein Langbogen? Und Pfeile. Okay, da war ihr Kopf. Ihr gehört nicht zur unaufregenden Sorte, oder? Gut. Ich bin ja richtig gut. Moment, das wollte ich gar nicht. Ups. Entschuldigung. Jetzt bin ich wieder aus der Schleichperspektive raus. Wein! Wein! Mehr Wein ist mehr Wein. Und mehr Geld ist mehr Geld. Oh, da ist noch was. Schwarzdornmet. Und ein Helmchen. Was mir hier alles so auf dem Waldboden findet. Ist das noch der Drache oder ist das... Hallo, Bärchen. Bärenklaue, Bärenpelz und meine Pfeile. Ja. Nee, zu der vorsichtigen Sorte gehöre ich nicht. Ihr könnt schon mal vorausgehen. Habt doch gesehen, ich habe alles im Griff. Ah, was war das für ein Geräusch? Lass mich nicht alleine. Hadvar. Hadvar. Hey, ich rede mit euch. Hadvar. Hadvar. Das sieht wie der Ausgang aus. Oh. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Ah. In die Kälte. Zum Himmelsrand. Der diadrische Prinz Hirxine ist auch als... Ich kann das nicht mehr lesen. Zu schneller PC. Lädt zu schnell. Oh, wo geht's denn hier? Was? Oh. Was? 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 Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Ihr meint, der Drache kommt zurück? Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Okay. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ich dachte, ich soll jetzt nach Flusswald. Wenn ihr doch da auch hin wollt, dann lasst uns doch gemeinsam laufen. Ich mag euch. Ihr habt mich gerettet. Finde ich gut. Oh, was ist das? Bergblümchen. Ein Schmetterling. Ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Was? Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Ihr wolltet mich umbringen. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Die waren genauso überrascht wie wir über den Drachen. Ich hab doch keinen Drachen. Ich soll der kaiserlichen Armee beitreten? Das weiß ich noch nicht. Da will ich erstmal Gegenangebote einholen. Ich bin sehr talentiert, wisst ihr? Meine Fähigkeiten sind von vielen Leuten sehr gefragt. Blümchen! Sie sind nur mir Blümchen. Jetzt wartet doch mal auf mich, ich will Blümchen sammeln. Lauf doch nicht so schnell. Hadvar. Hadvar. Hey, Hadvar. Seht ihr die Ruine dort oben? Ja. Das Ödsturzhügelgrab. Als ich klein war, habe ich von dem Anblick immer Albträume bekommen. Drauger, die nachts den Berg hinunterschleichen und durch mein Fenster klettern wollen. Solche Sachen. Ich gebe zu, ich traue den Dingen immer noch nicht ganz. Drauger? Ja, ich erinnere mich ganz dunkel daran, das schon mal in einer Art Albtraum ebenfalls erlebt zu haben. Ihr werdet mir immer sympathischer. Und er wartet auf mich. Hadvar? Hadvar? Hey, Hadvar! Hadvar! Der war trotzdem nicht so gesprächig. Oh. Was ist das? Dies sind die Wächtersteine. 3 der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Mhm. Na los, seht selbst. Echt? Okay. Der Diebesstein. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Naja, nee. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den... Ja, nee. Magierstein. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfertigkeiten 20% schneller. Du kannst, ja. Ein Magier, hm? Mhm. Tja, über Geschmack lässt sich streiten. Ich maße mir da kein Urteil an. Hübsch. Sieht gut aus. Das war das Sternzeichen. Okay, wir können weiter. Blümchen! Disteln. Disteln haben Stacheln. Ich mag Disteln. Was kann man damit eigentlich an... Ach, ich nehme es einfach mal mit. So viel Platz kann es ja in meinen Taschen nicht verbrauchen. Wenn ich da ganze Helme reinstecken kann, dann kann ich auch Disteln tragen. Hadvar, wartet doch mal. Ich will die Disteln sammeln. Wenn ihr mich fragt, habt ihr euch eure Begnadigung bereits verdient. Oh ja. Aber bis wir uns das von General Tullius bestätigen lassen können, geht anderen kaiserlichen Soldaten besser aus dem Weg und vermeidet Komplikationen. In Ordnung? Aha. Fliegende Fische, Lachse, die den Flusslauf hinaufschwimmen. Das finde ich aber schön. Das ist ein sehr, sehr, sehr detailreiches Spiel. Und ich soll den Wachen aus dem Weg gehen? Dabei, ich meine, ich bin... Ah! Was war das? Was war das? Was war das für ein Geräusch? Was war das? Fuck! Jetzt gehört ihr mir. Hundis! Oh Gott! Dieses Spiel macht mir Angst. Da können ja... Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Ja, jetzt ich auch. Wir sind schon fast in Flusswald. Gut. Ich bin auch extrem froh. Blümchen. Ihr könnt auch gerne immer mit mir reisen. Dann fühle ich mich wesentlich sicherer. Meine Blümchen. Versteht ihr? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich meine, so geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Warum lauft ihr eigentlich langsamer als ich? Weil jetzt so viele Rüstungen mit euch rum. Was habt ihr denn alles noch mitgeschleppt, dass ihr so viel langsamer lauft als ich? Das muss ja sehr schwer sein. Flusswald. Das ist ein böses Hühnchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Wie laufe ich denn so langsam? Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Ja. Hallo, alte Frau, die da... Fels zubereitet. Hallo! Hallo! Hadvar? Was macht ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? So ähnlich. Bei Schorers Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Bitte, sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Hallo. Sie ist eine Freundin. Hat sogar mein Leben gerettet. Oh ja. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Top-Secret-Angelegenheit. Ich habe einen Drachen gesehen. Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Drachen! Ich habe Drachen gesehen! Wirklich! Drachen! Und rosanere Elefanten! Ich hoffe, dass dieser Drache nicht noch irgendwo hier herumfliegt. Ich auch nicht. Ich wollte gar nicht mit euch reden. Ich wollte da rein. Danke. Huch, was ist da kaputt gegangen? Ich weiß nicht. Hallo. Sigrid! Wir haben Besuch! Sigrid! Sigrid, komm hoch! Oh, Dorte. Das Kind hat mich gerade richtig erschreckt. Hadvar, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Dankeschön. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Hey. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hadvar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Freut mich zu hören. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Ich werde mein Bestes tun. Angebratener Schlachterfisch. Stellt 5 Gesundheitspunkte wieder her. Hm, sieht lecker aus. Bier, Brot, Dietriche. Eidarer Käseecke. Oh, ein Eisenbarren. Das nehme ich auch immer auf jede Reise mit. Wenn mal so ein Zombie kommt, gibt's fett den Eisenbarren voll in die Fresse. Das ist immer sehr, sehr schön. Honiggebräu, Met. Met, lecker. Oh, Karotten. Oh, ein leckerer roter Apfel. Silberner Granatring. Da habe ich übrigens auch einen bei einer Spinne gefunden. Warum auch immer die Spinne einen silbernen Granatring bei sich hatte. Noch ein Silberring. Tunika mit Gürtel. Hübsch. Gut aus. Zaubertrank der kleinen Heilung. Okay, danke schön. Kann ich wieder da raus? Muss Tab drücken. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Oh ja. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. In Ordnung. Also, wir müssen... Sprich mit Jarl von Weißlauf. Die Vorräte habe ich doch jetzt schon. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Okay, Flusslauf, Norden, immer nur dahin. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Welche Seite des Krieges wird er denn unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Was hat er für eine Wahl, ja. Dann unterstützt ihr also das Kaiserreich. Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Ja, das klingt logisch. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Die wollten mich umbringen. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Ja, wer den Krieg sucht, findet den Krieg. Wer ist Elisif? Ah, ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Ja. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Oh. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Na toll. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Nein, das konnte ja wohl niemand. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Er wird doch aber einen guten Grund dafür... Ach, naja. Dann erzählt mir was über Flusswald. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Mhm. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Also erst der Schmied. Wir dürfen... Oh, darf ich eure Schmiede benutzen? Was denkt ihr? Erstmal will ich wissen, was er über den Krieg denkt. Also, Alfor, was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talos anbeten. Was? Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Das ist der Sinn des Krieges? Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Warum dürfen die Talmor die Anbeter von Talos verhaften? Ja, mal ganz allen Ernstes, was zum Henker? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete, wisst ihr noch? Aber wenn er einen Krieg beendet hat, ist doch gut. Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Das bedeutet also, es gab einen großen Krieg mit dem Talmor. Die haben dann einen Vertrag mit dem Kaiserreich geschlossen, dass Talos nicht mehr angebetet werden durfte. Und das hat ein paar Leuten nicht... Religion. Es geht immer um Religionenkriegen. Darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Ich verfügte nicht über das... Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Mhm. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Mhm. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Ja. Okay, ja, ich frage das nochmal. Ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Das Brot auf dem Tisch sieht gut aus. Ja, ich weiß, das habe ich alles schon. Dankeschön nochmal. So, gab es irgendwas Neues noch bei ihm? Nein. Bis zum nächsten Mal. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Nun, ja. Ich sollte jetzt wieder an die Arbeit gehen. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen. Okay. Und? Hadvar? Was jetzt? Was macht ihr? Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Also einfach nur die Straße runter. Also Weißlauf, die Straße runter. Haltet euch einfach in Richtung Norden. Okay, Norden. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf, des größten und besten Fürstentums von Himmelsrand. Aha. Aber ihr braucht mein Wort nicht für bare Münze zu nehmen. Jetzt kann ich ihn gleich fragen, warum die Anbetung Talos verboten ist. Was genau hatte das überhaupt für einen Sinn und für einen Zweck und warum hat das einen Krieg beendet? Anderswo im Kaiserreich war das wohl keine große Sache, aber hier hat es für viel Unmut gesorgt. Sohn des Volkes und so. Ja, das haben wir ja gelesen. Selbst ich gebe zu, dass das nicht gerade eine Sternstunde des Kaiserreiches war. Aber der Kaiser hatte ja wohl kaum eine Wahl, nicht wahr? Wenn es einen Krieg beendet hat, war es gut. Wenn er den Friedensvertrag mit den Talmor nicht unterzeichnet hätte, hätten sie das Kaiserreich zerstört. Und was wäre dann aus Himmelsrand geworden? Ja. Das lassen Ulfrics Anhänger immer großzügig unter den Tisch fallen. Wenn das Kaiserreich nicht zusammenhält, werden die Talmor uns alle zerstören. Aber es gibt immer zwei Seiten der Medaille und die Sturmmäntel werden sicherlich einen guten Grund haben, warum sie Krieg... Naja gut, manchmal brauchen Menschen keinen Grund für einen Krieg. Ja, ich dachte, die Drachen seien schon lange ausgestorben. Das dachte ich auch. Mhm. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, die waren auch genauso erschrocken. Der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Waren genauso entsetzt wie wir. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrics Hinrichtung angreift. Ja, so ein Zufall. Ihr meint, ich sollte mich der kaiserlichen Armee anschließen? Natürlich. Ich weiß. Heute habt ihr von der Armee nicht den besten Eindruck gewonnen. Aber ich hoffe, ihr gebt uns noch eine Chance. Die Armee könnte wirklich jemanden wie euch gebrauchen, besonders jetzt. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Ja, ich habe wirklich nicht den besten Eindruck erhalten. Nein, ich sollte geköpft werden. Ich lag da schon, wenn der Drache nicht gekommen wäre. Meint ihr, General Tullius weiß, woher dieser Drachen gekommen ist? Nein, noch nicht. Immerhin ein Drache. Etwas aus alten Märchen und Legenden. Damit konnte ja niemand rechnen. Aber ihr könnt sicher sein, dass er versucht, es herauszufinden. Das könnte das gesamte Gleichgewicht des Krieges verschieben. Wenn ihr helfen wollt, diesen Drachen aufzuhalten, dann geht ihr am besten nach Einsamkeit und schließt euch der Armee an. Hm. Vielleicht werde ich mich der Armee anschließen. Aber ich werde erst andere Informationen noch einholen. Das hoffe ich. Die Armee ist im Moment die einzige Hoffnung für Himmelsrand. Na kommt, wir machen uns besser auf den Weg. Ich dachte, ihr wolltet noch eine Weile hier bleiben. Ah! Tja, ich gehe euch mal. Ich hoffe, wir sehen uns in Einsamkeit. Viel Glück. Könnte durchaus sein. Gut, dann gehen wir mal raus. Haben wir jetzt Tag oder Nacht? Oh. Es ist dunkel. Hoffentlich greifen jetzt nicht irgendwelche gruseligen Viecher an. Ich habe immer so ein bisschen Sorge dabei. Also das ist die Schmiede. Wir können tatsächlich was schmieden. Okay. Keine Möglichkeit. Habe ich nicht genügend Zeug dabei. Das hier ist... Schmiede, Schmiede, Schmiede. Schleifstein. Um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig. Eisenschwert erfordert einen Eisenbarren. Könnte ich dann fein schleifen? Ja, nee, das brauche ich jetzt aber noch nicht. Auch wenn das so ganz nett klingt, brauche ich das jetzt noch nicht. Oh, Eisenbarren. Lalalalalalala. Was? Die lagen da so rum? Die lagen da so rum. Er hat gesagt, ich darf damit machen, was ich will. Das ist ein Gerbgestell. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden, bla bla bla. Habe ich was? Ich habe Leder dabei. Erfordert Bärenpelz. Ach ja, richtig. Ja, möchte ich gerne herstellen. Finde ich gut. Gut. Das ist so schön gemacht, das Spiel. Oh, hier würde ich was stehlen. Nee, das will ich nicht stehlen. Aber die darf ich nehmen. Die Eisenstiefel. Okay. Und die Sachen zu stehlen, mach ich nicht. Jetzt habe ich ja jede Menge Barren dabei. Den Langbogen, da bräuchte ich Feuerholz für. Ein Eisenschwert, vielleicht das. Stellen wir das mal her. Möchtest? Ja, möchte ich. So, jetzt habe ich ein feines Eisenschwert. Fein, fein, fein. Dann werde ich nämlich das mal ausrüsten. Und bei der Magie werde ich mal die Flammen auf 4 ausrüsten. Das bedeutet, ich kann hiermit zuschlagen, hiermit brennen und damit zuschlagen. Das ist doch gut. Erst anzünden, dann draufhauen. Ich kann hier eine Schmiede benutzen. Mal gucken, was kann ich denn hier alles machen? Kann ich jetzt irgendwas herstellen? Nein. Auch nicht. Aber hübsch, dass man alles herstellen kann. Braucht man schon ganz schön viel. Braucht man Lederstreifen und so weiter und so fort. Nun gut, nun gut. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, waren diese Klamotten, die wir bekommen haben. Die möchte ich mir doch auch nochmal angucken. Kleidung. Da war doch hier Tunika mit Gürtel. Ah, wie hübsch. Dann sehen wir mal aus wie normale Menschen. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist jetzt aber nicht. Wir nehmen die weiter, die Novizenrobe. Silberner Granatring. Silberring. Bringt mir das irgendwas, wenn ich es trage? Aber es sieht hübsch aus. Typisch Frau. Oh, bringt es mir was? Nein, aber es sieht hübsch aus. Das sind unsere Bücher. Die sind nicht sonderlich schwer. Allerdings müssen wir aufpassen. Wir können ja nicht einfach so 300 Bücher mit uns rumschleppen. Das wird ja wahrscheinlich nicht gehen. Ich werde ab und zu mal die Perspektive wechseln. Ne? Ego-Perspektive, Third Person, First Person, blabi, blups, alles Mögliche. Gibt es hier irgendwie Kohl zum Mitnehmen? Oh, Free Kohl. Lecker. Sonst ist hier nichts weiter Interessantes. Dann werde ich an dieser Stelle mal mich hier in die Schmiede stellen, speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim wieder. Bis dahin, meine Freunde.